Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamie's Code und in diesem Video kümmern wir uns um eure Finanzen. Ich werde euch nämlich gleich Schritt für Schritt zeigen, wie ihr ein Haushaltsbuch mit Dashboard in Excel erstellen könnt. Das könnt ihr dann ganz einfach nachbauen oder ihr ladet euch die fertige Vorlage kostenlos von meiner Webseite runter. Den Link dazu, den schreibe ich euch gleich unten in die Infobox. Das Ganze wird dann folgendermaßen aussehen. Das Dashboard stellt eure Einnahmen und Ausgaben dar. Ihr könnt sehen, wie viel ihr im Monat ausgegeben habt, wie das Verhältnis von euren fixen zu variablen Kosten ist und außerdem könnt ihr erkennen, wofür ihr euer Geld ausgegeben habt. Bei den Einnahmen gilt genau das Gleiche. Ihr seht, wie viel ihr eingenommen habt und wodurch. Und außerdem wird im Überschussdiagramm dargestellt, wie das Verhältnis von euren Einnahmen zu Ausgaben ist, also ob ihr möglicherweise auch etwas angespart habt. Ganz oben ist dann nochmal eine Zusammenfassung. Hier seht ihr, wie eure Einnahmen, Ausgaben waren und wie viel ihr gespart habt. Das ganze Dashboard ist interaktiv aufgebaut. Das heißt, ihr könnt hier über die Filter fixe Variablenkosten filtern, aber auch Kategorien. Und außerdem könnt ihr den Zeitraum einschränken, für den ihr eure Daten anzeigen wollt. Neue Daten gebt ihr in einem gesonderten Arbeitsblatt ein. Hier könnt ihr entweder eure Umsätze manuell eintragen oder ihr kopiert euch Auszüge, die ihr euch von eurer Bank herunterladen könnt, hier rein. Darüber hinaus könnt ihr auch die Ausgabenkategorien ganz einfach anpassen. Gut, dann lasst uns keine Zeit verlieren und starten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! Kümmern wir uns zunächst um die Dateneingabe. Damit ihr die Umsätze eintragen könnt, werden wir zunächst eine Tabelle erzeugen. Dafür werde ich jetzt alle Überschriften eintragen. Dann markiere ich mir den kompletten Überschriftenbereich, klicke STRG T, aktiviere das Feld Tabelle hat Überschriften, OK. Und schon habe ich mir eine intelligente Tabelle in Excel erzeugt. Ich werde jetzt schon mal einige Umsätze eintragen. An dieser Stelle können wir die Tabelle schon mal ein bisschen formatieren. Und zwar formatieren wir die erste Spalte als Datum. Dafür markiere ich mir den Bereich, gehe bei Start, Zahl, Format und wähle dann Datum kurz aus. Und die Spalten Umsatz, Einnahme und Ausgabe formatiere ich als Währung, wieder bei Zahl und Währung auswählen. Diese beiden Spalten ergeben sich aus der Umsatzspalte. Das heißt, positive Umsätze sollen den Einnahmen zugeordnet werden und negative den Ausgaben. Für die Auswertung gleich benötigen wir alle drei Spalten. Man hätte das an dieser Stelle natürlich auch anders lösen können, dass man die Einnahmen und Ausgaben einträgt und daraus dann die Umsätze bestimmt. Ich habe das jetzt an dieser Stelle allerdings so gelöst, weil wenn ich mir meine Umsätze von der Bank herunterlade, bekomme ich sie alle in einer Spalte zurück, also positive sowie negative. So habe ich dann die Möglichkeit, die einfach hier einzukopieren. Ich weiß aber, dass es auch andersherum sein kann, dass man die Einnahmen und Ausgaben in zwei Spalten zurückbekommt. Wenn das bei euch der Fall ist und ihr eure Umsätze auch hier schnell einkopieren wollt, könntet ihr das an dieser Stelle abändern. Ansonsten bleibt euch natürlich immer die Möglichkeit, die Sachen manuell einzutragen. Um jetzt die Einnahmen und Ausgaben zu bestimmen, werde ich folgende Formel verwenden. Also wenn der Umsatz größer 0 ist, dann soll der Umsatz im Einnahmenfeld stehen und sonst eine 0. Und die Ausgaben, die sind ganz ähnlich, deswegen klicke ich ins Feld rein, drücke STRG R. Somit habe ich dann die Einnahmenformel hier drin stehen. Und dann ändere ich das größer als Zeichen in ein kleiner als Zeichen. Und setze vor den Umsatz ein Minuszeichen, sodass dann meine negativen Umsätze positiv dargestellt werden. Kategorien ermöglichen es uns, unsere Umsätze besser auszuwerten. Wir wollen diese gleich aus einem Dropdown-Feld auswählen. Dafür erstellen wir uns zunächst ein neues Tabellenblatt, benennen das um in Input. Und an dieser Stelle nutzen wir die Gelegenheit, um unser Tabellenblatt 1 auch umzubenennen in Daten. Dann gehen wir wieder zurück zum Input und erstellen uns jetzt hier eine Tabelle. Die Kategorien, die könnt ihr natürlich selber auswählen. Ich habe jetzt schon mal allgemeine ausgewählt, die für viele passen sollten. Diese werde ich jetzt mal eben hier reinkopieren. Dann markiere ich mir den gesamten Bereich, drücke STRG T, aktiviere das Feld Tabelle hat Überschriften, OK, und habe mir jetzt so eine intelligente Tabelle in Excel erzeugt. Dieser gebe ich jetzt noch einen Namen bei Tabellenentwurf Tabellenname und nenne sie Kategorien.
Und dann markiere ich mir noch meine gesamte erste Spalte, gehe auf Formeln, definierten Namen aus Auswahl erstellen, lasse das Feld oberste Zeile aktiv, okay. Dann gehe ich wieder zurück zu Daten, klicke ins erste Feld in der Spalte Kategorie und um jetzt den gesamten Bereich zu markieren, drücke ich STRG SHIFT und die Pfeiltaste nach unten. Dann gehe ich auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung. Und nun möchte ich nicht jeden Wert zulassen, sondern nur eine Liste. Gleich Kategorie. Das war dann ja die erste Spalte unserer Tabelle Kategorien. Okay, so dann können wir schon direkt die erste Kategorie auswählen, Gehalt. Und Typ und Kostentyp, die hängen ja von der Kategorie ab. Die sind auch Elemente unserer Kategorientabelle. Und die holen wir uns jetzt über einen X-Verweis. Ich schreibe also X-Verweis. Das Suchkriterium ist unsere Kategorie. Die Suchmatrix ist die erste Spalte unserer Kategorientabelle. Und die Rückgabematrix ist der Typ. Okay? Der Kostentyp ist ja ganz ähnlich, deswegen klicke ich wieder ins erste Feld der Spalte, drücke STRG R, hole mir somit dann die Formel vom Typ und ersetze die Rückgabematrix durch die letzte Spalte unserer Kategorientabelle. Okay, dann ergänze ich jetzt mal die Kategorien für die weiteren Umsätze. So, was ich jetzt als letztes machen möchte, ist die Tabelle zu formatieren. Und zwar sollen positive Umsatzspalten grün und negative rot dargestellt werden. Dafür markiere ich mir jetzt die erste Zeile, drücke STRG SHIFT und die Pfeiltaste nach unten, um den gesamten Bereich zu markieren. Dann gehe ich auf bedingte Formatierung, erstelle eine neue Regel mithilfe einer Formel. Und zwar möchte ich jede Zeile grün markieren, wo der Umsatz größer 0 ist. Achtet darauf, dass ihr euch die Spalte fixiert über F4. Dann wähle ich jetzt eine Farbe aus. Okay. Und wie ihr seht, das hat geklappt. Das mache ich jetzt auch nochmal für die negativen Umsätze. Also neue Regel mithilfe einer Formel. Und hier gebe ich jetzt auch ein D4 und ich fixiere mir wieder meine Spalte über das Drücken von F4, kleiner 0. Und die sollen dann rot dargestellt werden. Diese farbliche Kennzeichnung der einzelnen Zeilen soll uns später bei der Dateneingabe, bei der Verminderung von Fehlern unterstützen. So, und dann sind wir auch schon fertig mit der Eingabetabelle und können uns dem Dashboard widmen. Dafür erstelle ich jetzt erstmal ein neues Tabellenblatt, benenne das um in Dashboard und ich werde an dieser Stelle gar nicht so viel an der Formatierung machen, nur dass ich den gesamten Bereich weiß einfärbe und meine erste Zeile von Spalte A bis Spalte R blau und dort schreibe ich dann meinen Titel rein, bisschen breiter. Meine Finanzen, färbe das noch weiß ein, bisschen größer, zentriert, perfekt. So, und dann können wir auch schon mit der Erstellung unseres ersten Diagramms starten. Dafür gehen wir dann zu unseren Daten, klicken irgendwo in die Tabelle, sagen dann Einfügen, Pivot-Tabelle. Dann fragt er, ob die Pivot-Tabelle aus der Tabelle 1 erstellt werden soll in einem neuen Arbeitsblatt. Ja. Und was wir denn hier als erstes machen werden, ist, dass wir unsere Tabelle umbenennen. So behalten wir dann später den Überblick. Und an dieser Stelle würde ich euch auch als Tipp mitgeben, dass ihr für jede Pivot-Tabelle ein neues Tabellenblatt verwendet. Ich benenne sie jetzt um. Pivot-Ausgabenbalken. Und dann klicken wir einmal in unsere Pivot-Tabelle. Und ihr seht, oben erscheinen zwei neue Registerkarten, Pivot-Table-Analyse und Entwurf. Und wenn wir einmal auf Analyse klicken, dann können wir ganz links über das Klicken auf den kleinen Pfeil den Namen der Pivot-Tabelle ändern. Das machen wir jetzt auch. P Ausgabenbalken. Das wird uns dann dabei helfen, später den Überblick zu behalten. Und dann können wir uns auch schon an die Auswertung machen. Als erstes ziehen wir uns das Datum in die Zeilen. Und wie ihr seht, er hat schon die Monate erkannt. Und wenn wir die aufklappen, dann haben wir auch die einzelnen Daten. Die brauchen wir nicht, deswegen greifen wir uns jetzt das Datum und ziehen es mit gedrückter Maustaste aus dem Pivot-Tabellenbereich raus. Und schon haben wir nur noch die Monate drin stehen. Dann nehmen wir die Ausgaben und ziehen in die Werte rein.
Das ist schon mal gut. Jetzt werden sie aufsummiert pro Monat, aber wir wollen es ja noch in Kategorien unterteilt haben. Deswegen nehmen wir jetzt die Kategorien und ziehen die in die Spalten rein. Jetzt haben wir hier alle Ausgaben, alle Kategorien. Allerdings haben wir auch die Einnahmen, also sonstiges Einkommen und Gehalt. Die wollen wir natürlich an dieser Stelle nicht haben. Es geht ja um die Ausgaben. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man jetzt die Kategorien filtert. Aber dann kriegen wir später Probleme auf dem Dashboard, weil sie dann immer wieder eingeblendet werden können. Deswegen nutzen wir jetzt unseren Typ, den ziehen wir in den Filter rein und wählen da nur die Ausgaben aus. Okay? Nun möchte ich, dass die Ausgaben als Währung dargestellt werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder klicken wir bei Werte, Summe der Ausgaben, einmal drauf und dann Wertfeldeinstellungen. Und hier können wir dann auf Zahlenformat und die Zahlen formatieren. Oder wir gehen in unsere Pivot-Tabelle, machen einen Rechtsklick auf den Wert, da auch Wertfeldeinstellungen. Dann gehen wir hier auf Zahlenformat und können dann hier das Zahlenformat festlegen. In unserem Fall ja Währung, keine Dezimalstellen hinterm Komma. Okay. So, und dann können wir auch schon unser Diagramm erzeugen. Wir klicken also irgendwo in die Pivot-Tabelle, dann auf Pivot-Chart und es werden uns schon verschiedene Diagramme vorgeschlagen. Ich möchte jetzt die gestapelten Säulen haben. Okay. So, als erstes möchte ich jetzt die Felder alle entfernen. Rechtsklick auf die Felder und dann alle entfernen. So, jetzt können wir das Diagramm noch ein bisschen formatieren, indem wir da auf das Plus klicken. Erstmal möchten wir einen Diagrammtitel haben und dann sollen die Gitternetzlinien weg und die Legende soll nach unten. Perfekt. Den Diagrammtitel können wir noch abändern in Ausgaben. Und als letztes formatiere ich noch den Diagrammbereich. Rechtsklick aufs Diagramm, Diagrammbereich, formatieren. Und wähle den Rahmen aus. Da möchte ich eine einfarbige Linie. Und dann scrollt ihr ganz runter und aktiviert das Feld abgerundete Ecken. So, dann sind wir auch schon fertig. Ich kopiere mir also mein Diagramm, gehe auf mein Dashboard und fügen unser Diagramm dann in Zeile 6 ein. Dann können wir uns auch schon ans nächste Diagramm machen. Dafür gehen wir in unser Datenblatt, klicken irgendwo in die Tabelle, gehen dann auf Einfügen, Pivot-Tabelle, bestätigen die Abfrage. Wir wollen ein neues Arbeitsblatt erstellen. Okay. Als erstes benennen wir dann unser Tabellenblatt um in Pivot-Ausgabenring. Und bei der Gelegenheit nennen wir jetzt auch unsere Pivot-Tabelle um in P-Ausgabenring. Und dann können wir uns auch schon an die Auswertung machen. Als erstes ziehen wir den Kostentyp in unsere Zeile und die Ausgaben in die Werte. Jetzt seht ihr, über den fixen variablen Kosten steht da noch die 0. Das ist die 0, die den Einnahmen zugeordnet wird. Um die wegzukriegen, ziehen wir jetzt den Typ in den Filter und lassen uns nur die Ausgaben anzeigen. Jetzt möchten wir noch, dass die Werte als Prozent dargestellt werden. Dafür klicken wir jetzt einmal rechts auf den Wert und dann auf Werte anzeigen als Prozent des Gesamtergebnisses. Sehr gut. Dann können wir auch schon das Diagramm erzeugen. Dafür gehen wir dann auf Pivot-Chart, wählen dann bei Kreis das Diagramm Ring aus. Bestätigen einmal mit OK. Als erstes entfernen wir dann alle Feldflächen, indem wir einen Rechtsklick darauf machen und alle Feldschaltflächen entfernen klicken. Dann ändern wir den Diagrammtitel in Ausgaben. Und dann können wir uns auch schon an die Formatierung machen. Mit dem kleinen Plus fügen wir erstmal eine Datenbeschriftung ein. Und dann setzen wir die Legende nach unten. Dann ziehen wir die Datenbeschriftung noch ein bisschen aus dem Ring raus. Verkleinern den gesamten Bereich noch ein bisschen. Rechtsklick, dann gehen wir auf Diagrammbereich Formatieren. Und wählen wieder einen Rahmen, eine einfarbige Linie und abgerundete Ecken.
Und dann können wir uns das Ganze auch schon kopieren und in unser Dashboard einfügen. Genau neben das andere Diagramm. Dann haben wir auch schon das Verhältnis zwischen fixen und variablen Kosten dargestellt. Fürs nächste Diagramm gehe ich wieder auf Daten, klicke in meine Tabelle und gehe dann auf Einfügen, Pivot-Tabelle, bestätige die Abfrage. Okay. Und als erstes benenne ich jetzt mein Tabellenblatt um in Pivot-Ausgaben Treemap. Dann benenne ich meine Pivot-Tabelle um in P-Ausgaben Treemap. Und als erstes fixiere ich mir dann meinen Feldbereich und starte mit der Auswertung. Dafür ziehe ich die Kategorie in die Zeile, die Ausgaben in die Werte und den Typ in den Filter, um gleich wieder meine Einnahmen rausfiltern zu können. So, dann filtern wir gleich das Gehalt und das sonstige Einkommen raus, indem wir jetzt hier nur die Ausgaben auswählen. Okay. Dann können wir jetzt auch schon das Diagramm erzeugen. Ich klicke also irgendwo in die Pivot-Tabelle, gehe auf Analyse, Pivot-Chart und dann wähle ich Treemap aus. Dann bekomme ich jetzt die Meldung, dass ich mit den Daten der Pivot-Tabelle kein Treemap erzeugen kann. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Trick. Ich kopiere mir den gesamten Datenbereich, füge den ein paar Zellen daneben ein und so mit dem markierten Bereich gehe ich jetzt auf Einfügen, Diagramme und erzeuge jetzt ein Treemap-Diagramm. Was ich an dieser Stelle jetzt nur noch machen muss, ist, dass ich mein Diagramm mit den Daten der Treemap verlinke. Dafür gehe ich jetzt auf Daten auswählen und ersetze hier alle Verlinkungen auf die Pivot-Tabelle. So, und schon habe ich eine Treemap aus meiner Pivot-Tabelle erzeugt. Jetzt formatiere ich das alles noch ein bisschen. Die Datenbeschriftung lasse ich so, die Legende setze ich wieder nach unten. Dann ändere ich meinen Diagrammtitel. Als letztes formatieren wir unseren Diagrammbereich, also wieder Rechtsklick auf das Diagramm, Diagrammbereich formatieren. Ändern die Rahmenfarbe, geben mir eine einfarbige Linie und leider gibt es bei der Treemap nicht die Option für abgerundete Ecken. Deswegen lassen wir das jetzt so und kopieren unser Diagramm ins Dashboard. So, schnell noch ein bisschen formatieren, Spalte ein bisschen schmaler machen, die Felder ausblenden. So, das nächste Diagramm, das soll jetzt unsere Einnahmen darstellen und zwar auch so mit gestaffelten Balken. Da werden wir es jetzt so machen, dass wir die Pivot-Tabelle der Ausgaben hier kopieren, also die gesamte Tabelle kopieren, ein neues Tabellenblatt erzeugen, das umbenennen, Pivot-Einnahmenbalken und dann kopieren wir unsere Pivot-Tabelle hier rein und können die jetzt so abändern, wie wir es wollen. Wir schmeißen also erstmal die Ausgaben raus. Dann nehmen wir die Einnahmen wieder rein und setzen da oben den Filter auf Einnahmen. Okay, dann formatieren wir unsere Werte noch als Währung, also Rechtsklick, Wertfeldeinstellungen, Zahlenformat. Dann wählen wir Währung aus und Dezimalstellen 0. Okay. Dann gehen wir bei Analyse auf Pivot-Chart und wählen wieder die gestapelten Säulen aus. Jetzt blenden wir noch die Felder aus, also Rechtsklick, alle Feldschaltflächen entfernen, fügen einen Diagrammtitel hinzu, blenden die Gitternetzlinien aus und setzen die Legende nach unten. Einnahmen. So, als letztes formatieren wir noch unseren Diagrammbereich, also Rechtsklick aufs Diagramm, Diagrammbereich formatieren und wir geben dem Ganzen einen Rahmen mit einer einfarbigen Linie und runden die Ecken ab. Und dann kopieren wir es auch schon wieder in unser Dashboard. So, jetzt können wir auch schon mit der Erstellung unseres letzten Diagramms beginnen. Dafür klicken wir einmal wieder auf unser Datenblatt in unsere Tabelle. Gehen auf Einfügen,
Pivot-Tabelle und erstellen eine Pivot-Tabelle im neuen Arbeitsblatt. Als erstes benennen wir das Arbeitsblatt um in Pivot-Überschussbalken. Dann benennen wir die Pivot-Tabelle um in P-Überschussbalken und dann machen wir uns an die Auswertung. Dafür ziehen wir zunächst das Datum in die Zeilen. Das Datum können wir wieder rausschmeißen, weil die Monate uns an dieser Stelle reichen. Und dann ziehen wir die Umsätze in die Werte. Jetzt werden die Umsätze pro Monat aufsummiert. Wir wollen ja aber auch noch die kumulierten Umsätze haben. Und dafür ziehen wir die Umsätze jetzt nochmal wieder in die Werte. Was wir als erstes machen ist, dass wir unsere erste Umsatzspalte bearbeiten. Wir gehen also Rechtsklick, Wertfeldeinstellungen und geben der Spalte erstmal einen neuen Namen. Das machen wir da oben. Und dann ändern wir das Zahlenformat noch in Euro. So, damit in dieser Spalte die Werte kumuliert werden, gehen wir mit einem Rechtsklick darauf, Werte anzeigen als und dann laufende Summe von, wählen als Basiswert Monate aus und schon werden die Werte kumuliert. Jetzt formatieren wir die Spalte nochmal, indem wir wieder Rechtsklick Wertfeldeinstellungen, geben dieser erstmal einen anderen Namen, kumulierter Überschuss und ändern das Zahlenformat auch hier in Währung. Um jetzt das Diagramm zu erzeugen, klicken wir wieder in unseren Bereich, gehen auf Analyse, Pivot-Table-Analyse, Pivot-Chart einfügen und diesmal wählen wir eine Kombination aus Säulen mit einer Linie. Okay, in den Säulen wollen wir nämlich die Umsätze darstellen und in der Linie die kumulierten Umsätze. Als erstes blenden wir jetzt alle Schaltflächen aus, dann formatieren wir unseren Bereich, wir fügen einen Diagrammtitel hinzu, blenden die Gitternetzlinien aus und setzen die Legende nach unten. Dann ändern wir den Diagrammtitel in Überschuss und dann können wir auch schon unseren Diagrammbereich formatieren. Rechtsklick, Diagrammbereich formatieren, geben dem einen Rahmen mit einer einfarbigen Linie und runden wieder die Ecken ab. Und als letztes möchten wir noch unsere Balken formatieren. Also Datenreihe formatieren. Wir möchten nämlich, dass die Balken, die negativ sind, eine andere Füllung bekommen. Deswegen gehen wir dann auf Füllung, erstmal auf einfarbige Füllung und dann invertieren, falls negativ, und wählen dann für die negative Farbe so ein dunkel-orange aus. Okay, und dann können wir auch schon das Diagramm ins Dashboard kopieren. Nachdem jetzt alle Diagramme erstellt worden sind, möchte ich oben noch eine Gesamtübersicht geben. Dafür scroll ich hoch und hier möchte ich jetzt die Einnahmen, die Ausgaben und den Überschuss darstellen. Ich gehe auf Einfügen, Illustrationen, Piktogramme und wähle mir jetzt drei Symbole aus. Das erste ist Geben, das soll die Einnahmen darstellen. Das nächste ist Einkaufen, da wähle ich mir so eine Einkaufstüte aus, das soll unsere Ausgaben darstellen. Und das letzte ist eine Schatzkiste und das soll unseren Überschuss, also das darstellen, was wir gespart haben. Jetzt verteile ich die Symbole oben in unserem Bild, mache sie alle ein bisschen kleiner, richte sie dann vertikal zueinander aus und verteile sie horizontal. Dann färbe ich die Symbole dunkelblau ein, damit sie in unser Dashboard passen. Und daneben sollen jetzt die Einnahmen, Ausgaben und der Überschuss dargestellt werden. Dafür brauche ich jetzt Textfelder. Ich gehe also auf Einfügen, Illustrationen, Formen, Textfeld und füge neben jedem Symbol ein Textfeld ein. Jetzt muss ich die Daten vorbereiten. Ich gehe auf Daten und füge wieder eine neue Pivot-Tabelle ein. Als erstes gebe ich unserem Tabellenblatt einen neuen Namen, Pivot Gesamt, und dann gebe ich der Pivot-Tabelle auch noch einen neuen Namen, P Gesamt. Und für die Auswertung ziehe ich jetzt die Einnahmen, die Ausgaben und den Umsatz in die Werte. Jetzt werden diese schon mal aufsummiert.
Dann sollen sie noch als Euro dargestellt werden. Ich gehe so für jedes einzelne Feld auf Wertfeldeinstellungen, Zahlenformat und wähle dann die Währung aus. Jetzt können wir auch schon unsere Textfelder mit den Daten verknüpfen. Ich gehe also ins Dashboard, ins erste Textfeld, schreibe da ein Gleichheitszeichen in die Formelzeile. Dann gehe ich wieder in unsere Pivot-Tabelle und verweise auf die Einnahmen. Jetzt kriegen wir einen Fehler zurück, weil in einem Textfeld keine Formel drin stehen darf. Was wir jetzt machen ist, dass wir in die Pivot-Tabelle gehen, uns die Werte einfach zwei Zeilen drunter kopieren. Dann gehen wir wieder ins Dashboard, aufs Textfeld, geben da ein Gleichheitszeichen ein und verweisen aufs kopierte Feld und ändern jetzt einfach nur die Zeile ab, dass wir wieder im Pivot-Feld sind. Und das hat funktioniert. Jetzt kopiere ich mir das, schreibe das hier auch für die Ausgaben rein und ändere einfach nur noch die Spalte ab, damit ich die Ausgaben bekomme. Und für den Überschuss mache ich das genauso. Ändere die Spalte ab, damit ich den Überschuss habe. Jetzt formatiere ich die Textfelder. Ich nehme die Formkontur raus, den Rahmen und keine Füllung. Jetzt mache ich den Text ein bisschen größer. Formatiere das alles noch ein bisschen. Ändere die Farbe der Einnahmen in grün und mache den Text fett, die Ausgaben in rot. Und jetzt werde ich alle Symbole nochmal vertikal ausrichten. Formformat ausrichten. Vertikal zentrieren. Um unser Dashboard jetzt interaktiv zu gestalten, werden wir sogenannte Datenschnitte einfügen. Das sind Filter, nach denen wir unsere Daten filtern können. Ich klicke also ins erste Diagramm, gehe auf Pivot Chart Analyse und bei Filter füge ich jetzt einen Datenschnitt ein und als erstes den für den Kostentyp. Dann können wir unsere Daten gleich nach fixen und variablen Kosten filtern. So, ihr seht, da wird jetzt noch die 0 angezeigt. Um die zu entfernen, gehe ich auf Datenschnitteinstellungen und aktiviere das Feld Elemente ohne Daten ausblenden. Okay, jetzt passe ich das Ganze noch ein bisschen in der Größe an und schiebe es dann hier in den freien Bereich. Als nächstes gehe ich in die Berichtsverbindungen. Hier wird mir dann angezeigt, mit welchen Pivot-Tabellen unser Datenschnitt verknüpft ist. Ich wähle hier P-Ausgaben-Gmap noch aus. Und schon habe ich erreicht, dass unser Balkendiagramm für die Ausgaben und die Gmap mit diesem Datenschnitt verknüpft sind. Wenn ich hier einen Filter auswähle, passen die beiden Diagramme sich auch dementsprechend an. Ich will jetzt noch einen weiteren Datenschnitt einfügen für die Kategorien. Also klick ins Chart. Datenschnitt einfügen. Hier wähle ich dann Kategorie aus. Okay. Als erstes werde ich jetzt in den Datenschnitteinstellungen wieder die leeren Elemente entfernen. Okay. Dann passe ich das jetzt alles noch ein bisschen an und schiebe es ins leere Feld. Dann gehe ich wieder auf Berichtsverbindungen und wähle wieder meine P-Ausgaben-Treemap aus. Und schon haben wir die Möglichkeit, unsere Ausgaben nach Kategorien zu filtern. Als nächstes möchte ich noch eine Zeitachse einfügen. Dafür klicke ich wieder ins erste Diagramm, gehe auf Pivotchart Analyse, Zeitachse einfügen, aktiviere das Feld Datum und zunächst mal formatiere ich den Bereich. Ich blende die Kopfzeile, die Auswahlbeschriftung und die Zeitebene aus, schiebe das Ganze nach oben und vergrößere den Bereich jetzt so, dass die gesamte Zeitachse zu sehen ist. So, dann noch die Scrollleiste ausblenden. Und jetzt möchte ich noch, dass der Hintergrund keine Füllung hat. Deswegen gehe ich jetzt aufs Format, sage Duplizieren, formatiere dann die gesamte Zeitachse. Und für die Füllung wähle ich keine Farbe aus. Okay, bestätige das. Und jetzt kann ich mein eigenes Format hier auswählen, verschiebe das noch an die richtige Stelle
Gehe auf Berichtsverbindungen und wähle jetzt die P-Ausgabenring, die Tree Map, den Einnahmebalken, die Gesamtdarstellung und den Überschussbalken aus. Und ich zeige es mal im Vollbildmodus. Die Diagramme passen sich dann an. So, zwei Sachen möchte ich jetzt hier noch ändern. Und zwar einmal möchte ich den Namen des Ring-Diagramms umändern in Kostenverteilung. Und dann ist mir noch ein kleiner Fehler in den Ausgaben aufgefallen. Ich ändere mal eben den Zeitbereich. Und ihr seht, das Gesamtergebnis wird hiermit angezeigt. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen gehen wir in unsere Pivot-Tabelle und sehen uns mal den Bereich an. Das Gesamtergebnis wird hiermit angezeigt. Um das auszublenden, klicke ich ins Pivot-Diagramm und dann auf Entwurf. Und bei Gesamtergebnisse deaktiviere ich das jetzt einfach für die Zeilen und Spalten. Und schon ist das weg. Jetzt wähle ich den Diagrammbereich nochmal neu aus. Über Daten auswählen. So, dann könnt ihr euch das neue Diagramm auch schon ins Dashboard einfügen, das alte löschen, das neue wieder einfügen. Und jetzt wechsle ich mal in den Vollbildmodus, um euch zu zeigen, bis wann wir Daten im System haben. Ich erweitere mal die Zeitachse bis August. Also wir haben bis Juni Daten im System. Um jetzt weitere hinzuzufügen, geht ihr in Daten, dann scrollt ihr ganz nach unten. Und an dieser Stelle könnt ihr dann neue Daten hinzufügen, entweder manuell oder ihr kopiert sie rein, beispielsweise wenn ihr euch die von der Bank heruntergeladen habt. Ich werde das mal machen. So, ihr müsst das Datum eingeben, könnt optional eine Beschreibung, den Umsatz, die Einnahmen und die Ausgabe, die errechnen sich dann ja automatisch und dann wählt ihr die Kategorie aus. So, und jetzt können wir auch schon wieder ins Dashboard gehen und die Aktualisierung ist dann ganz einfach. Ihr klickt in ein Pivotchart, geht auf Pivotchart-Analyse, aktualisieren, alle aktualisieren und schon werden alle Diagramme aktualisiert. Ihr könnt natürlich auch ganz neue Kategorien anlegen. Dafür geht ihr aufs Inputblatt, geht in die erste freie Zeile und gebt hier eure neue Kategorie ein. Wählt den Typ und den Kostentyp aus und dann geht ihr wieder zurück auf Daten. Könnt es dann hier eingeben. Ich werde jetzt mal einfach den letzten Wert abändern in die neue Kategorie. Und wenn ihr dann wieder aufs Dashboard geht und wieder einmal alles aktualisiert, also klick aufs Pivotchart, aktualisieren, alle aktualisieren, dann seht ihr, die neue Kategorie hat sich hiermit eingefügt. Ich wähle jetzt mal nur die variablen Kosten. Dann kann man hier jetzt auch sehr gut erkennen, dass die neue Kategorie mit dargestellt wird. Als allerletztes möchte ich jetzt noch eine Änderung am Layout vornehmen. Dafür gehe ich oben bei Seitenlayout auf Farbe und wähle einen neuen Farbcode aus, und zwar Slipstream. Und ihr seht, das gesamte Dashboard hat sich angepasst. Als allerletztes möchte ich oben jetzt noch die Textfarbe ändern, so dass die Einnahmen wieder grün dargestellt werden und die Ausgaben in rot. Und schon ist unser Dashboard auch fertig. Ich werde jetzt mal in den Vollbildmodus wechseln, damit ihr das fertige Ergebnis sehen könnt. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet was dazulernen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und teilt das Video auch gerne mit euren Freunden, wenn ihr meint, dass das für sie hilfreich sein könnte. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Nachbauen oder wie gesagt, ihr ladet euch die fertige Vorlage direkt kostenlos von meiner Website runter. Den Link dazu habe ich euch gerade in die Infobox geschrieben. Dann bedanke ich mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!